Haben Sie heute schon ein paar Mal KI gesagt, meine Damen und Herren? Denn wer KI sagt, der stärkt sein Immunsystem. Je öfter Sie also sagen KI, 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 umso gesünder ist das. Und das kann ich sogar beweisen anhand der Aktienmärkte. Denn da werden alle Probleme, alle, naja, sagen wir mal, Dinge, die gar nicht so optimal sind, werden komplett beiseite gewischt und durch KI wird alles gut, haben sich die Märkte gewissermaßen so ein Immunverstärker hinzugelegt, der alles andere verdrängt. Hauptsache KI, das wird ja alles ändern, weil effizienter die Unternehmen werden, endlos viel Geld verdienen etc. Und in dieser Woche, meine Damen und Herren, da stehen die Zahlen von Nvidia an. Und dann muss sich dieses KI-Narrativ beweisen. Da werden wir sehen, selbst wenn die ohnehin schon massiv hohen Erwartungen übertroffen werden, wie dann die Märkte reagieren werden. Es ist also auf jeden Fall der Elefant im Raum. Gemeint sind die Nvidia-Zahlen am Mittwoch, die für die Marktpsychologie ganz entscheidend sind. Schauen wir uns die Dinge zunächst mal an. Und ich versuche diese Immunisierung, die hier stattgefunden hat, anhand von Goldman Sachs zu zeigen. Die haben jetzt ihr Kursziel für den Leitindex S&P 500 von 5.100 auf 5.200 angehoben. Im Dezember hatte Goldman das Kursziel von 4.700 Punkten im S&P auf 5.100 Punkte angehoben. Mit dem damaligen Argument Outlook for more dovish policy, also Aussicht für eine stärkere Zinssenkung durch die Fed. Ist da irgendwas passiert? Nö, das ist Gegenteil eigentlich eingetreten. Die Zinssenkungsfantasie, die rückt immer weiter nach hinten, wenn überhaupt. Lower real interest rates, also tiefere Realrenditen. Seitdem aber sehen wir, dass die Anleiherenditen wieder steigen, sodass die Realrenditen eben nicht gefallen, sondern leicht gestiegen sind. Higher valuations than originally expected, ja. Das ist übrig geblieben. Die Bewertungen sind höher als ursprünglich gedacht. Also mit anderen Worten, Goldman Sachs erhöht hier das Kursziel für den S&P 500 mit einer neuen Prämisse, nämlich, dass man die alten Prämissen im Grunde, naja, wie kann man sagen, die alten Prämissen sind widerlegt, aber jetzt sagt man, dass man eben hier einfach mal das Kursziel erhöht, weil sich die Earnings Outlook verbessert hätten, also die Gewinnaussichten verbessert hätten. Okay, nehmen wir mal das vierte Argument, das also jetzt zur nächsten Anhebung des Kursziels hier hergezogen wird. Und hier sehen wir mal die Profit Margins, die rückläufig sind, also die zumindest nicht steigen, nicht hier diese ganze Thematik noch weiter unterstützen, sondern wir haben im Grunde jetzt den schwächsten Wert, seit es wieder aufwärts geht, seit Corona, also so richtig logisch ist das nicht. Und vor allem sehen wir mal, die Market Cap der großen Tech-Werte hier im Technologiesektor ist deutlich gestiegen. Die Earnings sind auch deutlich gestiegen, aber die Marktkapitalisierung ist deutlicher gestiegen als die Earnings. Das heißt, die Aktien sind faktisch teurer geworden und jetzt also wird das Argument von Goldman Sachs gebracht, naja, also die Gewinnaussichten hätten sich ja verbessert, nachdem eigentlich die Prämissen, die schon zur ersten Kurszielanhebung für den S&P bei Goldman geführt haben, allesamt eigentlich nicht mehr der Fall sind. Das zeigt so ein bisschen diese Immunisierung, die wir hier sehen, und das gilt vor allem seit Nvidia oder bei Nvidia am 21. November. Seit dem letzten Earnings Report hat die Aktie mal 45% gewonnen, das sind 600 Milliarden an Marktkapitalisierung. Praktisch hat Nvidia pro Trading-Tag jetzt also 10 Milliarden an Marktkapitalisierung hinzugenommen. Also das ist ja der letzte Stand, den wir aus November haben, was die Zahlen betrifft. Seitdem also mal eben 45% zugelegt. Knapp 1,8 Billionen ist Nvidia jetzt wert. Und dann kommen dann solche Aufstufungen wie durch Loop, die sagen, wir haben jetzt das neue 1995, wir stehen also sozusagen vor einem neuen Tech-Zeitalter wie 1995, als das Internet langsam kam, als sozusagen diese Potenziale endlos zu sein schienen. Wir haben dann eben nochmal jetzt die Aufstufungen gehabt von Nvidia in der letzten Woche. Ich hatte es schon gezeigt und am Mittwoch ja nachbörslich diese Zahlen. Heute ja US-Feiertag, da werden wir also sehr entspannt wahrscheinlich in diese Handelswoche gehen. Aber dann wird es Mittwoch vor allem interessant mit Nvidia. Und hier sehen wir mal, entscheidend wird bei Nvidia die Estimates, also die Gewinnschätzung für das Jahr 2025. Und wenn es $30 pro Aktie ist, dann wäre das das Basisszenario. Alles über 30 wäre positiv, alles unter $30 pro Aktie
wäre negativ. Wir werden also sehen, wie das reinkommt. Dazu dann am Mittwoch mehr. Aber interessant ist Supermicrocomputer. Das ist ja sozusagen die neue Sau, die durchs KI-Dorf getrieben wurde. Die alte Sau, die stagniert jetzt ein bisschen. Die ist ein bisschen fußlahm geworden, nämlich Nvidia. Das ist Supermicrocomputer, deren größter Kunde, by the way, Nvidia ist. Und der zweitgrößte Kunde übrigens eine Unternehmung ist, die von Nvidia maßgeblich gesteuert wird, also beziehungsweise finanziert wird. Das zeigt so dieses, wie soll man sagen, inzestiöse Verhalten. Viele Firmen, die Nvidia-Chips kaufen, wurden entweder von Nvidia selbst gegründet oder Nvidia hat Anteil an diesen Firmen. Herrliches Verhältnis. Jedenfalls sehen wir, dass Supermicrocomputer am Freitag dann noch deutlich nach unten gekommen ist, nachdem man als erste Aktie in der Börsengeschichte einen täglichen RSI von 98 erreicht hat. Das also, es zeigt, wie krass die Dinge hier sind. Wir haben einen massiven Anstieg ja vorher gesehen bei Supermicrocomputer und dann diese seltsame Bewegung. Und jetzt vielleicht mal etwas Fundamentales zu dieser ganzen KI-Geschichte. Man schätzt, wie mein Kollege Andreas Niederwieser hier zeigte, dass bis 2030 etwa 4% des globalen Energiebedarfs auf KI-Anwendungen entfallen werden. Da ist ja unheimlich viel Rechenleistung erforderlich, die braucht dann natürlich auch viel Energie. Also müsste man doch eigentlich schlussfolgern, dass der Energiesektor dadurch unterstützt wird, weil die Energienachfrage doch steigt, oder? Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Hier sehen wir mal Energie, den Energiesektor in den USA in Relation zum Tech-Sektor ist im freien Fall, geht also deutlich nach unten. Was ist da also los? Was stimmt da nicht möglicherweise? Normalerweise eben, wie gesagt, müsste Energie ja gut laufen, müsste diese Euphorie über KI ja übertragbar sein auf Energie, weil man sagt, ja, das ist doch super, sozusagen für die Anbieter von Energie, jetzt vielleicht nicht unbedingt für CO2, aber für die Anbieter von Energie, die müssten doch da vor verstärkter Nachfrage stehen. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Also entweder ist die Aussicht für KI gar nicht so toll, weswegen auch nicht so viel Energie gebraucht wird, weswegen die Energieaktien gar nicht so toll laufen. Oder es ist schlicht so, dass möglicherweise die hohen Kosten für Energie in diesen KI-Werten gar nicht eingepreist sind. Das ist eine zweite Möglichkeit. Interessant ist, dass wir zwar jetzt seit Jahresbeginn 75% der Gewinne im S&P 500 durch die Top 5 Aktien gesehen haben und sogar die Top 3 Aktien 90%. Aber wir sehen, dass der Press, also die Marktbreite, dadurch sehr schwach geworden ist. Gar nicht so viele Aktien handeln über zentralen gleitenden Durchschnitten. Und hier mal die letzte Woche, da sehen wir Microsoft im Minus, Apple im Minus, Google im Minus, Tesla im Plus und Nvidia leicht im Plus. Wir sehen also Amazon auch im Minus. Wir sehen also, Big Tech ist gar nicht so toll gelaufen, gar nicht so gut gelaufen. Und das sehen wir auch beim Nasdaq, der aus dieser aufsteigenden Wedge schon rausgefallen ist. Jetzt sind wir in dieser nächsten Wedge. Das könnte eine bärische Wedge sein, wenn er da unten rausfliegen sollte. Und oben sehen wir mal, dass der S&P 500 ja gestiegen ist, obwohl die Renditen gestiegen sind. Also die Situation ist die, dass das Geld wieder teurer wurde, könnte man sagen, weil die Kapitalmarktzinsen gestiegen sind. Aber hier sehen wir mal interessanterweise, dass gerade bei den kleinen Werten im Russell 2000 hier doch relativ viele ein Ausbruchssignal geliefert haben. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Rotation gesehen. Das lag teilweise auch an Supermicrocomputer, die das größte Schwergewicht inzwischen sind im Russell 2000. Aber das liegt eben auch daran, dass durchaus rotiert wird an der Wall Street. Und die Frage ist, wie geht es hier weiter? Hier sehen wir mal den S&P 500 an der oberen Trendkanalgrenze und unten der WIX an der unteren. Jetzt sagt Goldman Sachs, also eine Wiederbeschleunigung der Inflation und disappointing AI earnings, also enttäuschende Gewinne in diesem Bereich, wären die Schlüsselrisiken. Jetzt sehen wir eine Re-Acceleration on Inflation, das sehen wir schon, also die Inflation, die nimmt wieder zu. Jetzt aber ist eben die Frage, werden die AI-Earnings disappointen, also wird das eine Enttäuschung werden. Wir haben ansonsten noch Walmart morgen, Home Depot, aber dann die Minutes vor allem der Fed am Mittwoch. Aber das Entscheidende werden die Nvidia Earnings sein, Nvidia Earnings, denn das wird darüber entscheiden, ob diese extreme KI-Euphorie schlichtweg aufrechterhalten werden kann am Donnerstag und Freitag.
Da haben Mittwoch und Donnerstag, genauer gesagt, haben wir da noch einige Fed-Speaker, die klar gemacht haben, so schnell werden die Zinsen nicht sinken. Im Grunde ist jetzt die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen erst im Juni sinken. Das war doch noch vor kurzem sehr, sehr anders. Aber wie gesagt, KI immunisiert gegen solch unschöne Dinge. Und wie Goldman Sachs hier sagt, der Bullenmarkt ist principally anchored, also der ist verankert in diesen Auffassungen von starkem Wachstum und Disinflation. Wie starkes Wachstum und Disinflation zusammenpassen, ist vielleicht etwas anderes. Aber jetzt interessant, was Morgan Stanley sagte, das Ausgabeverhalten der beiden Regierungen, das ja maßgeblich die Wirtschaft stimuliert hat und daher wahrscheinlich auch einen Teil wieder dieser Inflationsdynamik ausgelöst hat, aber gleichzeitig eben die Wirtschaft stabilisiert hatte. Das wird enden, wenn die Reverse Repo auslaufen, also wenn praktisch das Volumen aufgebraucht ist. Und diese Reverse Repos dürften im März bereits auslaufen, also im nächsten Monat. Dazu kommt jetzt noch dieses BTFP-Programm, dieses Bank Term Funding Program, das auslaufen soll. Und das würde bedeuten, dass die Bankreserven deutlich geringer werden. Das wiederum würde bedeuten, dass dann weniger Liquidität zur Verfügung steht und damit auch die KI-Euphorie weniger gefüttert werden kann. Hier sehen wir mal die Small Bank Cash Reserves, die hier deutlich unter Druck sind, vor allem aber ohne BTFP, das ist dieses rote eingezeichnete unten, während die großen Banken durchaus üppige Bankreserven haben. Also hier ist sozusagen die Gefahr, dass diese Regionalbankengeschichte wieder aufpoppt, wenn nicht irgendetwas passiert, dass die Fed möglicherweise doch wieder ein BTFP-Verlängerungsprogramm macht oder ähnliches. Wir sehen schon, dass Geld abgeflossen ist, 65 Milliarden Dollar bei US-Banken, dass die Kreditvergabe geschrumpft ist. Also wir sehen, das könnte ein interessantes Thema werden. Interessant auch die Situation in Deutschland, wo die Schattenwirtschaft boomt. Das ist auch eine Folge von Fehlanreizen, Bürgergeld. Dann arbeiten viele wahrscheinlich nebenbei noch schwarz, verdienen sich ein bisschen dazu. Und das zeigte, dass hier sozusagen diese Schattenwirtschaft immer stärker zunimmt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Selbstständigen in Deutschland Probleme bekommen. Die Aufträge bleiben aus. Hier sehen wir 47,9% Klagen über fehlende Aufträge. Das ist ein Anstieg vom Oktober. Und insgesamt kann man sagen, Deutschland vor allem, aber auch Europa insgesamt wird immer abhängiger von den USA. Schon immer abhängig waren wir in Sachen Sicherheit seit dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt sind wir stärker abhängig auch in Energie und jetzt sind wir noch stärker abhängig auch, was die Nachfrage betrifft, nachdem die Handelsvolumina mit China latent sogar sinken, aber mit den USA wieder deutlich nach oben gehen. Also diese Verkettung mit den USA ist stark, hat stark zugelegt. Wir sind immer abhängiger hier von den USA. Wenn da ein Problem ist, auch mit der Konjunktur, dann haben auch wir ein Problem. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Wie geht es jetzt weiter? Saisonal wäre es ja durchaus nicht untypisch, wenn die zweite Februarhälfte schwächer wird für die Aktienmärkte. Aber der Elefant im Raum, Nvidia, wird das wahrscheinlich entscheiden. Aber hier mal das große Big Picture. Erste Artikelempfehlung. Europa könnte vielleicht sogar dann besser performen. Warum, wieso, weshalb in diesem zweiten Artikel, warum Investoren jetzt auf Europa setzen. Und jetzt nochmal die Begründung, warum Goldman Sachs seine S&P 500-Prognose anhebt. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Und jetzt wünsche ich einen guten Start in diese Woche, die erstmal ruhig beginnen wird, was den Handel betrifft. Ich sage Servus und Ciao.